So, ja, sein Koffer, ihr seht was. Ich hatte mir doch hier für ein Appel und ein Ei bei Thomas Philips diesen ganz einfachen Stoff geholt und wollte mich mal an einem T-Shirt versuchen und dachte mir, bevor ich mir meinen Juten zerschnippel, probiere es mit denen. Ich habe den Stoff jetzt zweimal im Bruch zu liegen. Mein T-Shirt, hier Falten, so jute Ding. Einige mögen das nicht so. Einige Shorts scheinbar. Ja. Mit zweimal am Bruch meine ich, passt mal auf, ich zeige euch das auch. Mal hoch. Sprich, hier ist eine Kante, die zu ist. Und hier ist eine Kante, die zu ist. So bin ich mir sicher, dass beide Teile so werden, wie ich die will. Ja, und dann schneide ich das mal ganz einfach aus. Wa? Ich hoffe es. Ich hoffe mal, ihr seht so besser, was ich hier treibe. So, ich lasse es hier unten ein kleines Stück länger, weil der T-Shirt reichlich kurz ist. Dann bin ich nicht zu schnippeln. Ich fange hier oben am Kragen an. Na, da bin ich. So was von. Ich nehme immer ein bisschen mehr dazu, weil A brauche ich gerne Naht. Logischerweise. Und B kann bei mir alles ruhig ein bisschen größer sein. Ich bin ja auch ein bisschen größer. Nur ein bisschen. So. Und hier. Wir haben ein klein bisschen, dass das unten auseinander geht. Ich auch. So weit, so gut haben wir schon mal. So. Ein Schmetterlingsshirt. So. Den Kragen hätte ich vielleicht hier noch ein Stück Mühe tiefer. Martin, die wird am Hals immer so eng anliegt. Ist mir mal ull. Ach, ich muss die auch nochmal durchschneiden, ne? So. Wird der eh nachher umgenäht, also ist nicht ganz so dramatisch. Junge, jeder Schneider, der fragt sich jetzt, was treibt die da? Und freut mich auch immer. So. So habe ich das schon mal. Ich hoffe, ihr seht das auch. So. Und wenn wir das jetzt aufklappen. Haben wir schon mal unser Shirt. Hoffe ich. So, am Vorderteil halte ich mir natürlich mein Kragen jetzt noch mal ein Stück weiter ausgeschnitten. Am Rückteil halt jetzt so gelassen. Da möchte ich natürlich nicht so einen Ausschnitt haben. So, für das Bündchen messe ich mir jetzt meinen Kragen so ein bisschen aus. Das sieht aus wie ein Kittelschürz oder so. So.
Und dann mache ich beim Rückteil jetzt auch. Aber, kann ich ja schon mal zeigen. Ich nähe mir natürlich aus dem Rest, der hier geblieben ist. Dann messe ich mir das ab. Den Streifen. Und nähe den dann zusammen, je nachdem, wie hoch ihr euer Bündchen haben wollt. Also, ihr könnt auch hier einfach bloß einschlagen und runternähen. Das wäre die einfachste Variante. Von daher. Schön, der Zauberstift ist den gleich weg. Ach ja. Aber Gott sei Dank, wie sieht das ja noch so ein bisschen aus im Kopf. So, 45. Ein bisschen mehr weg. Weil ich will das ja noch zusammennähen. So, den Streifen könnt ihr euch jetzt bügeln und dann annähen. Oder aber ihr näht hier eben mal runter. Und dann näht ihr euch den von innen hier so lang an. Dann habt ihr nämlich einen ganz sauberen Abschluss. Versucht einfach mal, wa? Jetzt bist du hier in meine Nähecke. Wie soll ich denn hier nähen? So krieg mein Schmetterlings-T-Shirt nicht fertig. Ich krieg das so nicht fertig, Frieda. Ich muss mal ein ernstes Wort mit dir reden. So, Freunde. Ich habe jetzt den Kragen dran. Beide Seiten. Und dann habe ich hier schon mal meine Ärmelchen ein bisschen umgenäht. Ja, hier hat meine Nähmaschine eben, wollte sie nicht so wie ich will. Aber für ein Probestück ist das ideal. So. Einfach umgenäht. Ihr könnt da natürlich auch noch mal ein Bündchen ran machen. Die Arbeit wollte ich mir jetzt beim Probestück ehrlich gesagt nicht machen, da ich ja faul bin. So. Und jetzt kommt das Zusammennähen. Wichtig ist, damit er jetzt die Schultern gut aufeinander legt. Die sind das A und O, damit das nicht schief wird, warm. So. Jetzt. Seht das nicht als Anleitung. Ich zeige euch einfach bloß mal, wie ich mein Huch. Shirt näher. Wegen bei Steffi einen Kurs gemacht habe, für Shirts nähen, dann werden die auch hoffentlich ordentlicher. Wie ihr seht hier, das muss ich noch versäubern. Das lasse ich jetzt erstmal noch dran, da ich ja keine Oberlock habe. So. Das ist für mich erstmal wichtig, damit die Bündchen schön aneinander sind. Ja, und dann nähe ich einfach bloß die Silhouette runter. Mehr ist das ja nicht. Hoffe ich. Inständig. Werden wir mal sehen. Werden wir mal schauen. So, damit hätte auch eine Aufnahme machen können mit Selbstdick. Nicht mal das krieg ich hin. Kann ich mir eine auf dem Dach stellen? Das geht nicht. Nein, das geht nicht. Fett. Ja, den Kragen muss ich enger machen. Habe ja hier einen Knopf dran machen, so. Ja. Eine Knopfleiste. Wir lösen alles. Wir lösen alles. Kriegen wir hin.